Ein herzliches Willkommen bei Minecraft. Ja, es geht weiter. Das ist übrigens eine neue geile Textur, wie der von Scream. Ja. Und was wollten wir tun? Wir wollten die Monsterfalle ausbauen. Die Welt muss noch laden. Die Frage ist, wie weit wir gekommen sind. Wir sind zu Kohle gekommen. Und ich erinnere mich, da sind wir durchgebrochen auf die andere Seite. Wird's also nichts mit der Erinnerungskohle. Und ich schau noch mal kurz, ist die Aufnahme auch wirklich... Ja, die Aufnahme ist gestartet. Das ist natürlich sehr gut. Ja, wo fangen wir jetzt da? Ich habe keine Ahnung. Achso, genau. Ja. Ich weiß schon wieder. Aber die ist gleich im Hintern. Okay, frei, Kaktus, Sand, Erde, Glasboden, da ist sie schon hin, da wartet ja noch einiges auf uns, und ich werde auch mal wieder in eine Höhle gehen, brauche ich ja für ein Obsidian-Portal. Lässt sich das ja nicht einmal vermeiden, so gern ich es auch wünschen würde mir, dass man es vermeiden könnte. Aber naja, ich werde mal... Gute Idee. Ich schreibe unter dieses Video einmal einen Kommentar mit: Wir gehen in die Höhle auf Peaceful, wir gehen in die Höhle auf Easy oder halt mit Monstern. Und je nachdem, was mehr Stimmen... Also mehr Daumen kriegt, völlig wurscht, ob Daumen nach oben oder nach unten. Also nur den Kommentaren Daumen geben, wenn ihr das auch wirklich wollt. Nicht Daumen nach unten für, nee, mag ich nicht. Nee, das wird dann trotzdem als das gewertet. Und ein Kohlevorkommen ist prickelnd. So, das war's aber. So. Ja. So, und was kann ich ja derweil erzählen? Ich könnte ja vielleicht irgendein politisches Thema aufgreifen, wobei Politik ist nichts, worüber man auf YouTube besonders viel reden sollte, weil es gibt immer ein paar Leute, die sind gescheiter, und es gibt immer ein paar Leute, die sind nicht so gescheit, und tralala, und dann geht die Diskussion los, und aber naja. Bei uns in Österreich ist ja so, es gibt drei vorherrschende Parteien, die alle Österreicher wissen, schon welche Partei ich gleich nennen werde. Ah, geil, wir sind unter meinem... Ah, fuck. Das ist nicht gut. Also, es sind die, zum einen die SPÖ, zum einen die ÖVP, zum anderen die FPÖ. Und ein bisschen Rolle spielt auch noch die... Na, Name will mir gerade nicht einfallen. Da, das passiert, wenn man unvorbereitet in eine Aufnahme geht. Verdammt. Na, es gibt noch eine, aber die sind ähnlich wie die die FPÖ. Wie heißt schnell? BZÖ, genau. BZÖ, aber die ist nur in einem Bundesland vertreten. Also. Und die SPÖ sind die Sozialdemokraten. Das sind so quasi die... die alles freundlich und lustig und super und trali trala tralu trala sind. Dann gibt es die ÖVP, das sind mehr so die Wirtschaftskonzerne und so dran interessiert, dass die Partei an die Macht kommt und bleibt, und auch Einzelhändler und so, ist halt typisch so Unternehmenspolitik, Verbesserung, natürlich für die Chefs, nicht für die Mitarbeiter. Für die Chefs und für die Einzelhändler, nicht für die Mitarbeiter. Das wäre ja quasi ein Kapitalverbrechen. Haben wir Kaktus? Ja, wir haben Kaktus gesammelt. Das ist gut. Haben wir Sand? Wir haben Sand gesammelt. Wir haben Erde. Dann passt das eigentlich auch schon. Warum haben wir Milch? Weil wir es aussaufen können. Jetzt wären Kekse noch gut. Kann man eigentlich schon Eier essen? Scheinbar nicht. Also,
Achso, ich habe einen TMI jetzt drinnen, das ist vielleicht nicht so gut, aber ich werde nichts da draus nehmen. Ich habe den jetzt halt irrtümlich drin gelassen, weil ich einfach für heute Abend schon, ich nehme das gerade zum Mittag auf, für heute Abend brauche ich unbedingt schon ein paar Folgen. Und da ist es natürlich gut, wenn ich schnell mache. Aber oft ist schnell machen auch fatal und wir brauchen definitiv ein bisschen mehr Glas. So. Frage ist, wie kriegt man Glas? Klar, durch Sand. Dann wollen wir Diamanten und eine Diamantenspitzhacke. Wir haben Gunpowder, Bone Meal. Schaut seltsam aus mit dem Texture Pack übrigens. Wir haben Redstone ein bisschen, wir haben Kohle ordentlich. Kann ich natürlich wieder dazulegen. Hey, geht sich genau aus. Okay, Glas. Da ist Glas nicht, natürlich. So blöd sind wir nicht. Wo steht die Sonne? Naja. Ob sich das jetzt wirklich lohnt, glaube ich ja nicht. Da, danke. Haben wir das Ei aufgesammelt? Nö. Ist auch wurscht. Also, jetzt muss man gut abzählen. Hier ist nix. Hier ist Kaktus, Kaktus, Kaktus. Kaktus werden hier, glaube ich, drei hoch. Dann Sand, Erde, Glas. So. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Und so, und so, und so. La. So, so, so. Jetzt müssen wir... Oh, Hilfe, nicht runterfallen. Jetzt müssen wir hier nur so... So machen! Und wir haben schon kein Glas mehr. Naja. Glas ist halt schnell verbraucht. Da oben... So, oh, Hilfe. Ich duck mich hier mal lieber. Da oben sollte das so auch eigentlich passen. Ja, ist zwar nicht genau mittig, aber das kann man ja noch machen. Dann sollten wir jetzt einmal wieder mal mit der Hacke da rein und schön Weizen abernten. Das macht immer Spaß und da ist irgendwie ein Viech vielleicht drüber. Naja, glaube ich fast nicht. Und jetzt die Samen wieder schön einpflanzen. Da, 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 da. Und da. Und da, und da, und da, und da, und da, und da. Und das Dungeon werden wir erst... Werden wir das Dungeon da in der Wüste hinten, da hinten... Werden wir das vor oder nach dem... Danke. Werden wir das vor oder nach dem, Achso. Muss ich mir mit Rechtsmaustaste. Werden wir das vor oder nach unserem Höllenbesuch machen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube aber... Sind sie zusammen? Ah, die sind hier nicht. Die scheinen drüben zu sein. Nein, sind die auch nicht. Aber hier passen es zumindest besser. Und zwar stelle ich jetzt doch nochmal auf Easy. Easy Peasy. Damit wir dann uns das Dungeon schon nochmal anschauen können. Weil ich bin gespannt, ist es ein Spinnen-Dungeon oder ist es ein Zombie-Dungeon? Org wäre es, wenn es ein Creeper-Dungeon wäre. Daraus dann eine Monsterfalle zu machen, würde uns TNT für unsere, für unsere Grabung da unten, ich will da nicht runter. Da könnten wir vielleicht auch mal wieder weitergraben, aber das mache ich dann eher erst, wenn ich zu faul bin, an der Monsterfalle weiterzumachen. So als kleine Abwechslung. Hier spawnt nix, hoffentlich. Hoffentlich. Da, Hilfe. So, rein da. So, und schlafen. Alter, es ist doch Abend. Und wo haben wir nochmal den Kürbis her? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Wir haben ein Weizen übrig. Wir haben einiges an Weizen übrig. Da wollten wir da die Kühe oder wollten wir uns Brot machen? Das geht sich schön für Brot aus. Dann haben wir hier Fenster ein bisschen. Kobbel kommen woanders rein.
die Ivanhoe. Ja, kann ich mal mit mir? Nee, trage ich lieber da. Die Cobblestones wäre sonst jetzt nicht schade. Die Eimer. Ui, ich muss schlafen gehen, sonst spawnen die Monster. Und das wäre ja, wie wir alle wissen, nicht gut. Ja, es scheint relativ ruhig draußen zu sein. So, nehme ich mal nur so viel mit. Mehr wir werden auch vermutlich nicht brauchen. Holz lege ich auch ein bisschen ab. Nicht so viel. Oder doch viel. Ja, wir brauchen es jetzt eigentlich nicht. Stäbe nehme ich mal mit. Einfach so, aus Lust und Laune. Die Becher da rein. Da rein. Wolle nehme ich auch mal nicht mit. Was mit Pistons könnte man auch mal machen. Hier sind ja jetzt keine Mann. What the? Ich höre ein Skelett. Unheimlich. Also irgendwie. Naja. Die Karte ist cool, aber irgendwie. Finde ich es doch nicht so prickelnd. Naja. Vor allem da in den Wäldern. Oder kann es in den Wäldern so dunkel werden, dass da Monster spawnen? Ich weiß es gar nicht. Aber da ist Eisen. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht gestört. Das war's schon. Naja. Es sollte ein kleines Eisen vorkommen. Macht mir aber auch nichts, solange es überhaupt Eisen ist. Ist mir das schon so halbwegs recht. Was ist das da unten? Da ist Kohle und... noch irgendein Material, was ist das? Kann man es mit der Spitzhacke abbauen, scheinbar. Alter, dieses Skelett. Oh, das ist ein Skelett-Dungeon, das wäre. Alter. Wollt ihr mich verrückt machen? Schiebt man es hier einfach mal in den Sand. Also, politisches Thema wieder aufzugreifen. Ja, und die FPÖ sind dann so ein bisschen so die Freiheitlichen, so ein bisschen die, die rechts stehen. Ich weiß eigentlich gar nicht so genau, welcher Partei ich mich je mehr verbunden fühle. Der ÖVP oder der FPÖ. Die SPÖ ist es ganz sicher mal nicht. Wobei, da kann jeder natürlich seine eigene Meinung haben. Ist ja nicht so, als würde da eine zentrale Meinung vorherrschen, die man einfach hat. Die muss man haben, so nach dem Motto, wenn du die nicht hast, bist du ein Aussätziger. Das ist dann nicht so schön, wenn man solche Ansichten politisch vertritt. So, und wir sind jetzt auch gleich beim Sand durch. Da ist noch Sand. Da ist auch noch Sand. Und wie viel Sand haben wir jetzt? Oh, wir haben jetzt mehr als genug Sand. Und schauen wir mal, was für ein Dungeon ist es denn? Scheinbar ist es ein Zombie-Dungeon. Ja. Das machen wir aber später. Jetzt nehmen wir hier noch ein bisschen. Halt doch die Fresse. Ich bin labil. Instabil, labil. So, das bisschen nehmen wir jetzt noch mit der angegrenzten Schaufel weg. Das noch und das und das. Und das war's schon. Jetzt nehmen wir das noch mit. Die Sonne. Oh, das hört sich an, als wären es direkt da. Was zur Hölle.
Das ist irgendwie... Wie gesagt, Minecraft mit Monstern gefällt mir nicht. Und ich werde jetzt auch mal wieder auf Peaceful stellen. Weil das hält mir im Kopf nicht aus.